Hamburg Hauptbahnhof, Mittwoch, 10.25 Uhr. Ein Zug fährt in den Bahnhof. Aber es ist nicht irgendein Zug, sondern es ist ein fabrikneuer ICE4, der hier zu seinem ersten fahrplanmäßigen Einsatz kommt. Was ist das Besondere an diesem Zug? Also, dieser Zug ist 346 Meter lang. Er wiegt 787 Tonnen, fährt 250 Kilometer in der Stunde, bringt 9.900 Kilowatt auf die Schiene und hat 830 Sitzplätze. Tja, und über diesen Zug wollten wir eine Geschichte machen, wie der gebaut wird. Aber bevor ich den ersten Schritt in diesen Zug tun konnte, halt! Erlebten wir viele Abenteuer und mussten viele tausend Kilometer fahren. Also erstmal fuhren wir los. Vorbei an unserer Hausnummer, an der Maus. Letzter Blick auf den Dom, über die Severinsbrücke und noch ein Blick auf den Rhein und dann auf die Autobahn. Wir befinden uns auf dem Weg in unser Nachbarland Polen. Mit dabei Annalena und Tobi. Die erste Strecke fahre ich. Autobahn, Autobahn, Autobahn. Nach einer Weile Fahrerwechsel, jetzt fährt Tobi. Kai hat Hunger, beißt in Brot und immer noch Autobahn, Autobahn, Autobahn. Irgendwann ist die Frontscheibe dreckig, muss sauber gemacht werden. Jetzt fährt Annalena ein Stück durch einen langen Tunnel und nach ungefähr 12 Stunden Fahrt sind wir dann angekommen in Wrocław. Ich spreche das ein bisschen falsch aus, aber auf Deutsch darf man auch Breslau sagen. Breslau liegt an der Oder und wird auch Venedig des Ostens genannt. Wir schauen uns ein bisschen in der Stadt um. Wie sieht's denn da aus? Tolle Plätze. Und auf diesen tollen Plätzen entdecke ich was. Breslau ist berühmt für seine Zwerge. Hier sind zwei, die eine Kugel bewegen. Daneben sitzt einer, der den Weg in die Unterwelt bewacht, denn da sollen sie ja angeblich wohnen. Wie groß sie sind, sieht man an den Füßen. Dann gibt es Zwerge als Feuerwehrleute und neben dem Hotel pennt einer in einem Bett. Schönes Rathaus in Breslau und wir entdecken das berühmte Café Wedel mit der ebenso berühmten Schokolade. Müssen wir probieren. Ist lecker. Aber das ist natürlich nicht unser Ziel, sondern diese Fabrik. Hier soll der Zug gebaut werden. Dass wir richtig sind, merkt man daran. Neben dem Eingang ist auch so ein Zwerg, der sich auf einem ICE festhält. Aber bevor wir überhaupt in die Fabrik rein dürfen, müssen wir eine Sicherheitsunterweisung über uns ergehen lassen. Dann stelle ich mich vor, mein Name ist Petra Fellhauer. Es gibt hier ein Fotografierverbot, dem sind Sie entgangen, Sie dürfen es hier. Das hier ist unsere Grundunterweisung, da müssen alle Personen durch, die hier irgendwie im Eisbereich zu tun haben. Wir haben hier eine Anstoßkappe mit für Pflicht, das gilt auch für Sie. Bitte beachten, Sie müssen die Kappe dabei haben, sobald Sie die Halle betreten. Was ist eine Anschusskappe? Im ersten Moment sieht die aus wie eine ganz normale Mütze. Innen ist die aber verstärkt mit so einem Teil. Und wenn man die sich aufsetzt und sich dann irgendwo den Kopf stößt, dann verletzt man sich nicht, sondern die Kappe schützt. Außerdem müssen wir immer Sicherheitswesten tragen. Und wir dürfen nur auf ausgewiesenen Wegen gehen. Die sind so grün, in manchen Ecken gibt es sogar Zebrastreifen. Und dann sind wir plötzlich an dem ersten Platz, wo es dann tatsächlich losgehen soll. Das ist eine Werkbank mit Magneten. Und da kommt das erste Blech von unserem Zug. Wird dann mit so einem Kran darauf abgelegt. Dann wird das Blech justiert, genau an die richtige Stelle buxiert. Dann kommt ein zweites Blech daneben und die Magnete halten die Bleche fest. Und damit die Bleche nun ihre Rundung behalten werden, Spanten draufgespannt mit solchen gelben Dingern. Die werden richtig angepresst. Da sieht man's. Aber es gibt natürlich nicht nur eine Spante, sondern vier. Ist das passiert, muss das Ganze zusammengeschweißt werden. Das Schweißen passiert in so einer Schweißkammer. Da durften wir während des Schweißens nicht rein, aber wir durften eine kleine Zeitrafferkamera aufstellen. Und da kommen auch schon die eingespannten Bleche. Alle müssen raus. Wir auch. Tür zu. Und dann beginnt der Schweißroboter seine Arbeit. Er macht das völlig automatisch und schweißt die Spanten auf die Bleche. Ist das erledigt, werden diese gelben Pressen wieder abgenommen. Jetzt sind die Spanten fest mit den Blechen verschweißt. Es wird nicht nur das eine gelbe Pressteil weggenommen, sondern alle vier.
Ist das passiert, kommen Querspanten drauf. Einer nach dem anderen. Und wenn alle Querspanten drauf sind, dann sieht das so aus. Und das Ganze dann wieder in die Schweißkammer und der Roboter schweißt alles zusammen. Und wenn der damit fertig ist, dann sieht dieses Teil so aus. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, das sind ganz feine Schweißnähte. Das ist auch kein normales Schweißen, sondern Laserschweißen. Das bedeutet, das Material wird zusammen geschmolzen. Das verhindert, dass sich die Bleche zu stark verformen. Von der Vorderseite sieht das ganze Teil jetzt so aus. Das erste Segment. 5 solcher Segmente werden übereinander gelegt, zu so einem Turm gestapelt. Und wenn die dann wieder von einem anderen Roboter zusammengeschweißt sind, dann ergibt sich die erste Seitenwand von unserem Zug. Und wie geht's damit weiter? Schauplatzwechsel, wir müssen an eine andere Baustelle. An dieser Stelle geht es jetzt um den Fußboden. Als erstes werden da 4 Längsträger auf eine Bauvorrichtung gelegt. Und danach kommen jede Menge Querträger dazwischen. Und bis die alle drin waren, mussten wir ein paar Stunden warten. Wenn alles zusammen ist, sieht es so aus. Dann wird das Ganze hochgeklappt. Und auf die Rückseite kommt ein Blech. Das ist dann die Unterseite des Fußbodens. Und wenn alles verschweißt ist, dann sieht das so aus. Das ist aber nur der Mittelteil von dem Fußboden. Es fehlt nämlich noch die Stelle, an der man später in den Zug einsteigen kann. Die sieht von unten so aus und von oben so. In der Mitte das Mittelteil, von dem wir gerade gesehen haben, wie es gebaut worden ist. Und an der anderen Seite ist nochmal so ein Einstiegsteil, genau wie das andere. Und auf diesen fertigen Fußboden wird jetzt mit dem Kran die erste Wand, die wir eben gerade gesehen haben, aufgesetzt. Das ist natürlich Millimeterarbeit und das muss justiert werden, dass alles genau sitzt. Und wenn das Gröbste passiert ist, wird die Wand auf Lichtspalt genau eingesetzt. Wenn das passt, wenn alles gut ist, dann kommen, damit die Wände gerade bleiben, solche gelben Hilfsstützen dazu. Und dann wird mit dem Kran wiederum die zweite Wand daneben gesetzt. Und in Wirklichkeit sieht das Ganze so aus. Jetzt fehlt nur noch das Dach. Da kommt es. Wird auch mit dem Kran drüber gehoben. Und wenn der Kran abgehängt und auch das Dach mit allem anderen verschweißt ist, dann sieht der Wagenkasten von innen so aus und von außen so. Dann wird noch kontrolliert, ob alle Schweißnähte sauber sind. Aber was heißt hier Wagenkasten? Der hat ja noch gar keine Räder. Na, schauen wir mal weiter. Dann kommt diese ganze Kiste in einen Raum, der ganz dicht abgeschlossen wird. Türe zu. Und hier wird dieser Wagenkasten gesandstrahlt. Die Leute, die das machen, sehen aus wie die Astronauten und dieses Sandstrahlen hat einen doppelten Sinn. Einmal wird der Wagenkasten gereinigt und die Oberfläche aufgeraut, damit später die Farbe besser drauf hält. So sieht er nach dem Sandstrahlen aus. Und dann geht's hinter diesen 4 Rolltoren weiter. Und zwar als erstes hinter dem ganz linken. Da wird der Wagenkasten grundiert und sieht dann nach Schweinchenrosa aus. 24 Stunden trocken, dann geht's weiter in die zweite Kabine. Da kriegt der Wagen die erste richtige Farbe, nämlich das schwarze Fensterband. Wieder muss die Farbe 24 Stunden trocknen und dann geht's ab in die dritte Kabine. Da wird der ganze Wagenkasten weiß gespritzt. Wieder 24 Stunden trocknen und in der vierten Kabine bekommt der Wagenkasten dann seinen roten Strich. Und wenn alle Lackierarbeiten fertig sind, dann sieht der Wagenkasten so aus. Weiß, schwarzes Fensterband, roter Strich. Aber Räder hat er immer noch nicht. Und deswegen wird er mit so einem Umsetzer zum nächsten Bauplatz gefahren. Und da geht's jetzt um die Fenster. Sieht so aus, als wären die schon drin, aber die sind nur vorbereitet auf einem Gerüst. Bevor die in den Wagenkasten eingesetzt werden, muss der Lack abgeklebt werden, damit nichts passiert mit solchem blauen Band. Dann wird von innen ein Gestell eingebracht mit solchen Saugnäpfen. Das wird innen am Wagenkasten festgemacht.
Mit solchen ähnlichen Saugnäpfen nimmt jetzt ein anderer Kollege die Scheibe. Wenn die angesaugt ist, kann man das Gerüst, auf dem die Scheibe bis jetzt gestanden hat, wegklappen. Dann wird die Scheibe umgedreht. Jetzt kommen noch Distanzstücke drunter, damit die Scheibe überall gleichmäßig gut sitzt. Wenn sie eingesetzt ist, dann können die äußeren Saugnäpfe weg. Jetzt wird die Scheibe von den inneren Saugnäpfen festgehalten. Da sieht man's. Jetzt wird noch geschaut, ob die Scheibe auch überall plan mit der Außenhaut des Wagens übereinstimmt. Und wenn das gut ist, dann wird die Scheibe eingeklebt in diesem Schlitz. Mit so einer schwarzen Paste, da kann man es schon sehen, aber eben nicht nur oben an den geraden Stücken, sondern ganz rundherum durch alle Ecken. Und damit von dieser Klebepaste nichts nach draußen durchgedrückt wird, ist jemand mit einem Brettchen dabei, der aufpasst, dass nichts rausquillt. Und der Rest wird dann noch ganz fein säuberlich mit einem Spachtel abgeschabt. Wenn alle Fenster eingesetzt sind, dann wird der ganze Wagenkasten an diese Stelle transportiert. Wird mit dem Kran hochgehoben und an die Stelle, wo bis jetzt so Hilfsräder waren, mit denen der ganze Wagenkasten transportiert wurde, kommt jetzt ein LKW. Der ist doppelt so lang wie ein normaler LKW. Und auf diesen LKW wird der Wagenkasten ohne Räder jetzt aufgeladen. Und wenn alles passt und alles gesichert ist, dann wird der Wagenkasten mit einer Plane abgedeckt, damit der Lack keine Kratzer bekommt und damit kein Schmutz dran kommt. Und dann macht sich der LKW mit dem Wagenkasten auf den Weg. Der ist so lang, dass der hier kaum an den Containern vorbeipasst und auf der anderen Seite ist auch nicht viel Platz zum Bordstand. Und dieser überlange LKW darf nur mit Begleitfahrzeugen und nur bei Nacht und nur über ganz besondere Straßen fahren. Und wir müssen natürlich hinterher. Von Breslau wieder den ganzen Weg zurück nach Krefeld. Und nach einer langen Nachtfahrt sind wir dann auch in der Gegend von Krefeld gelandet. Kai pennt, ist müde. Die Sonne geht langsam auf. Schon reichlich Verkehr am frühen Morgen. Annalena telefoniert wie immer, kündigt unsere Ankunft an und dann sind wir in Krefeld-Uerdingen angekommen. Wir sind wieder am Rhein, denn Uerdingen liegt am Rhein, da drüben sieht man's. Da gibt's ein Schloss, das heißt Linn, und einen Marktplatz mit Platanen und einem Rathaus mit Bücherei und Apotheke. Aber das ist nicht unser Ziel, sondern die Firma, in der es jetzt weitergehen soll. Die Firma in Krefeld. Und in Krefeld waren sie besonders streng mit uns. Da mussten wir unser ganzes Equipment auspacken und auflisten, was wir denn alles dabei haben. Ich würde die Koffernummer noch aufschreiben, den Koffernummer dahinter. Koffer SR3. Wir mussten alles aufmachen. Ja, da sind Optiken drin, Optiken, Akkus, Filter. ZUB. Heißt Zubehör. Die nächste Seite. Eine Seite nach der anderen. Sogar das kleinste Köfferchen mit Wäscheklammern und Klemmen bis hin zum letzten Schokokabel. 3 Seiten vollgeschrieben, alles unterschrieben. Nicht schön, aber unleserlich. 1, 2, 3. Und wer kriegt das jetzt alles? Der Werkschutz, der kontrolliert alles nochmal, damit wir nichts mitnehmen, was uns nicht gehört. Wichtig ist das ja eigentlich nur bei der Ausfahrt. Genau. Dann müssen wir natürlich wieder unsere Sicherheitsschuhe anziehen, die Anschlusskappen auf den Kopf. Und da kommt dann auch unser überlanger LKW an. Der wird dann rückwärts in die Halle reingefahren. Die Plane wird wieder zurückgezogen. Der Wagenkasten wieder an den Kran und wird zur Seite gehoben. Auch hier noch keine Räder und deswegen wird er hier auf solchen Hilfsdrehgestellen abgesetzt. So sehen die aus. Gelb. Und jetzt passiert was Merkwürdiges. Der LKW zieht sich auf die Hälfte zusammen, damit er tagsüber ohne Begleitung und über ganz normale Straßen wieder nach Hause fahren kann. Als nächstes werden solche Schienenstücke abgesenkt. Die passen genau zu den Schienen. Die gehören zu diesem Umsetzer und von dem kommt ein Mann mit einem langen Seil. Das Seil wird an diesem Hilfsdrehgestell festgemacht
Und dann wird der ganze Wagenkasten auf diesen Hilfsdrehgestellen in diesen Umsetzer gezogen. Da sieht man, wie der über diese Schienenstücke da drauf gezogen wird. Und mit diesem Umsetzer fährt dann der Wagenkasten zum ersten Bauplatz. Da geht's um die Isolation, denn bis jetzt ist der Wagenkasten ja nur eine Blechhülle. Und damit die Leute nicht frieren und nicht schwitzen, wird er isoliert. Mit Mineralwolle. Das ist natürlich eine langwierige Arbeit, die dauert. Zunächst nur mit gelber Mineralwolle, die wird festgeklebt. Aber das ist nur die eine Hälfte der Wahrheit, denn danach kommt noch Isolation mit einer silbernen Folie obendrauf. Die wird an der Seite festgemacht, eingestopft. Aber das machen natürlich nicht nur zwei Mann, sondern viele Leute. Und wenn die alles festgeklebt haben und sauber gemacht haben, dann sieht der ganze Wagenkasten innen jetzt so aus. Silbern und isoliert. Jetzt kommt wieder der Umsetzer, raus aus dem ersten Bauplatz und zum nächsten Bauplatz. Ein Tor weiter rechts. Und hier geht's um alles, was mit dem Kran zu erledigen ist. Als erstes wird hier ein Stromabnehmer, ein Bügel, am Kran hochgezogen. Und der wird oben auf dem Dach festgemacht. Da sind schon die Schrauben, wo der draufpassen muss. Da sieht man es. Noch einmal kräftig rütteln und dann sitzt der erste Stromabnehmer. Aber daneben sind nochmal solche Schrauben. Das sieht so aus, als käme da noch ein zweiter Bügel hin. Und das ist auch so. Der Zug soll später auch mal in der Schweiz fahren dürfen und da braucht man andere Stromabnehmer, schmalere, und deswegen kriegt der Zug zwei verschiedene Stromabnehmer. Als nächstes geht's um die Türen. Die werden auch mit solchen Saugnäpfen angesaugt, kennen wir ja schon von den Fenstern. Dann aus dem Tragegestell herausgehoben. Absturzsicherung von der Türöffnung weg. Und dann wird die Tür da langsam eingesetzt. Oben nimmt sie jemand in Empfang. Einer schaut von unten. Oben wird die Tür angeschraubt. Und dann wird als nächstes sofort eine Treppe davor gesetzt, damit, wenn die Tür jetzt aufgeht, niemand runterfällt. Und jetzt kann man die Tür schon schieben. Sie ist schon eingesetzt. Die ganze Halle ist voll mit Bauplätzen und an jedem wird irgendwas anderes gemacht. Ist die Tür drin, geht's um den Fußboden. Das sind die Fußbodenbretter. Die werden Stück für Stück in den Wagen reingetragen und dann auf dem Fußboden, der auch isoliert ist, damit man von unten nicht friert, ausgelegt. Und wenn alles drin ist, dann sieht der ganze Fußboden so aus. Sieht er schon richtig wohnlich aus. Oben aufs Dach wird dann die Klimaanlage, auch wieder mit dem Kran, aufgesetzt. Und an die Klimaanlage von außen werden von innen die Klimakanäle angebaut. Durch die kommt dann die kalte oder warme Luft in den Innenraum. Müssen natürlich eingepasst und festgemacht werden, ist ja klar. Und weil das eine Weile dauert, haben wir den Rest natürlich wieder im Zeitraffer gemacht. Und wenn alle Klimakanäle drin sind, dann sieht das so aus. Klimakanäle, Isolation und Fußboden fertig. Jetzt geht's mit diesem Teil weiter. Das ist eine Kabeltrasse. Die meiste Technik liegt nämlich unter dem Wagenboden. Die Kabeltrasse ist voll mit Leitungen und Rohren. Und diese Kabeltrasse wird mit so einem Tragegerüst in die Halle gefahren, wo der Wagenkasten steht. Draußen regnet es gerade, deswegen ist das mit einer Plane abgedeckt. Das Ganze wird jetzt unter den Wagenkasten geschoben. Ein Glück, dass da noch keine Räder sind, sonst würde es gar nicht unterpassen. Weil es drinnen nicht regnet, kann die Plane ab, wird daneben gelegt. Und während die Kabeltrasse noch unter dem Wagenboden steht, geht's oben drüber im Wagenkasten weiter. Da werden die Seitenpaneele eingesetzt. Bisschen klopfen, bisschen rütteln. Und dann sitzt's. Aber natürlich nicht nur das eine, sondern die ganze Seite entlang und auf der anderen Seite natürlich auch. Unten drunter wird die Kabeltrasse jetzt
mit dem Tragegerüst nach oben unter den Wagenboden gehoben. Da muss man natürlich genau schauen, ob alles richtig sitzt. Und wenn alles passt, dann wird die Kabeltrasse auch noch festgemacht. Oben drüber werden jetzt die Gepäckablagen eingesetzt. Und zwar die, die später über den Sitzen hängen. Klopfst du mal, Martin? Nochmal klopfen, bisschen drücken. Noch einen Schlag mit dem Hammer. Und dann natürlich festmachen. Und das natürlich auch wieder auf beiden Seiten und über die ganze Länge. Unten drunter wird das Tragegerüst, wenn die Kabeltrasse fest ist, rausgefahren, wird nicht mehr gebraucht. Und diese Menge an Kabeln und Rohren, bis die alle ordentlich verbunden und verschraubt sind, da ist noch eine Menge Arbeit. Oben drüber kommt jetzt ein Gabelstapler mit einer langen Rolle an. Die ist so schwer, dass man die nur mit zwei Mann da in den Wagen reinschleifen kann. Das soll der Teppichboden werden. Und diese lange Rolle wird jetzt hier erstmal seitlich auseinandergelegt, in solche Falten übereinander gelegt. Das müssen die schon zu zwei Mann machen. Und wenn das passiert ist, wird die Rolle an einem Ende genommen und der ganze Teppich aus diesen Falten rausgezogen für die ganze Länge des Wagens. Nochmal gerade ziehen und dann liegt der Teppichboden. Aber der liegt nicht nur oder darf nicht nur liegen, sondern er muss auch noch festgeklebt werden. Da gibt es also Klebestreifen, ausgerollt, dann festgemacht, andere Seite genau das gleiche nochmal. Und hier, wo diese beiden Leute hin und her flitzen, da schneiden die zwei Schlitze in den Boden. Das sind die Leuchtstreifen, die den Leuten nachher den Weg zum Ausgang zeigen sollen. Reste raus, sauber machen, Teppichboden, fertig. Unten drunter kommen jetzt die sogenannten Großgeräte. Das sind zum Beispiel die Akkus. Warum Akkus? Wenn der Strom mal ausfällt, soll es ja trotzdem oben im Wagen immer noch Licht geben. Diese Akkus sind ziemlich schwer und deswegen müssen die auch mit dicken Schrauben festgemacht werden. Aber da gibt es nicht nur Akkus unter dem Wagenboden, sondern Luftdruckbehälter zum Beispiel für die Bremsen oder die Türen und jede Menge Technik, die man gar nicht im Einzelnen aufzählen kann. Die ganze Technik ist nämlich unter dem Wagenboden versteckt. Oben drüber werden Gepäckregale montiert. Aber die werden nicht nur zusammengesteckt, sondern die werden natürlich auch verschraubt. Aber nicht nur an der einen Stelle, sondern natürlich an allen Ecken und dann erstmal provisorisch an die richtige Stelle gestellt. Dann werden die seitlichen Deckenverkleidungen angebracht. Auf der ganzen Länge des Wagens und auf der Gegenseite auch. Und ist das passiert, dann werden die Klimakanäle verkleidet mit solchen Klappen. Auch wieder über den ganzen Wagen. Und als letztes kommen die Monitore, wo später draufsteht ICE sowieso. Als nächstes kommen die Sitze. Die werden mit so einem Gabelstapler nach oben auf seine Arbeitsbühne gehoben. Und dann aus diesem Transportgestell seitlich rausgeklappt. Dann wird die Schutzfolie abgezogen. Und jeweils ein Sitzpärchen auf so ein Wägelchen gestellt. Aufpassen, dass man nicht über die Kabel fährt und dann durch die Tür in den Wagenkasten geschafft. Viel Platz ist da nicht. Und so werden die Sitze, ein paar nach dem anderen, im ganzen Wagenkasten verteilt. Das dauert natürlich auch wieder ewig lang und deswegen haben wir das wieder im Zeitraffer gemacht. Wenn alle Sitze drin sind, dann fragt man sich natürlich, woher weiß man, wie groß die Sitze sein müssen und wo die angeordnet sein müssen. Gibt es den Normdeutschen? Nicht wirklich. Aber 90% der Bevölkerung sind zwischen 1,86 Meter und 1,54 Meter groß. Wir haben uns dafür mal zwei Dummies zur Hilfe geholt. Und unsere beiden Dummies machen jetzt mal den Sitztest. Viel Platz hat man da nicht und wenn man größer ist, hat man einfach Pech gehabt. Außen wird jetzt die ganze Technik, die unter dem Wagenboden verbaut ist, hinter solchen Klappen versteckt.
Diese Klappen sollen die komplizierte Technik schützen. Andererseits soll man aber auch leichter drankommen, wenn irgendwas zu reparieren ist. Und wenn die Klappen zu sind, dann ist der Wagen eigentlich fertig. Aber Räder hat er immer noch nicht. Trotzdem bewegt er sich. Immer noch auf diesen Hilfsdrehgestellen. Und wie wird er bewegt? Von solchen Dingern, die aussehen wie Staubsauger. Die Leute da nennen die aber Hunde. Wir stehen daneben und staunen, mit wie kleinen Geräten man so einen großen Wagen bewegen kann. Aber auf der Suche nach den richtigen Rädern mussten wir wieder eine lange Reise auf uns nehmen. In unser Nachbarland Österreich. Dafür musste Annalena einen Pickel kaufen, einen Aufkleber, denn in Österreich herrscht Mautpflicht auf der Autobahn. Hier überqueren wir gerade die Grenze nach Österreich, denn Graz liegt in Österreich. Wer es verträgt, der kann sich die lange Fahrt mit Lesen vertreiben. Tobi hört Musik, Kai fährt und wir spulen mal wieder einen Kilometer nach dem anderen ab. Aber wir mussten nicht nur in die Berge, sondern wir mussten sogar durch die Berge in einem Tunnel. Und dann waren wir schließlich in Graz gelandet. Das Wahrzeichen von Graz ist der Uhrturm, der da unter dem Pfeil. Der steht auf dem Schlossberg, also wir nichts wie rauf. Die Uhr auf dem Uhrturm ist etwas Seltsames. Als die Uhr gebaut wurde, hatte die nämlich nur einen Zeiger, der die Stunden anzeigt. Der Minutenzeiger wurde erst später angebracht und ist kürzer als der Stundenzeiger. Wenn man die Uhrzeit jetzt liest wie normal, würde man meinen, es ist 20 nach 7 und das ist verkehrt. In Wirklichkeit ist es nämlich jetzt erst 20 vor 4, weil die Zeiger vertauscht sind. Und wer das Geheimnis nicht kennt oder kein Grazer ist, kommt immer zu spät oder immer zu früh. Ja. Noch ein Schluck auf die Lösung dieses Rätsels und dann haben wir einen herrlichen Blick über Graz. Da gibt es nicht nur alte Gebäude, sondern auch eine moderne Kunsthalle. Und eine künstliche Insel in der Mur. Graz ist auch berühmt für seine Hinterhöfe, das ist ein ganz besonders schöner. Aber wir sind nicht nur auf der Suche nach den Sehenswürdigkeiten, wir sind hier auf der Suche nach unseren Rädern. Neue Sicherheitsvorschriften, hier mussten wir Schutzbrillen anziehen. Und da ist auch so ein Rad. Dazu gehören aber noch Bremsscheiben. Und diese Bremsscheiben werden auf die Räder aufgebracht. Mit Hilfe von Magneten. Eine Bremsscheibe kommt auf die Vorderseite, eine zweite auf die Rückseite. Magnete ab. Dann wird das ganze Teil gedreht, damit man besser dran arbeiten kann. Und dann werden die Bremsscheiben festgeschraubt. Mit sogenannten Drehmomentschlüsseln. Und er wird so lange gedreht, bis es hinten auf der Skala grün wird. Da kann man es sehen. Das ist die Achse, auf die die Räder sollen. Da fehlt jetzt noch ein Getriebe drauf. Und auf diese Achse werden dann die Räder draufgesetzt. Da ist ein Rad mit den Bremsscheiben. Wird da vorsichtig eingefädelt, bis zu dem schwarzen Ring da. Auf der anderen Seite natürlich auch. Und diese Achse mit den Rädern kommt dann in diese Maschine. Und in dieser Maschine werden die Radscheiben langsam auf die Achse aufgepresst. Rechts kann man es schon sehen. Und wenn die rechte Seite fertig ist, passiert mit der linken Seite genau das Gleiche. Und der genaue Sitz wird am Computer kontrolliert. Aber die Achsen müssen ja noch irgendwo hin. Dazu braucht man ganz viele einzelne Bleche. Und diese einzelnen Bleche werden hier auf einer Bauvorrichtung vorsichtig zusammengesetzt. Eins nach dem anderen. Und wenn alle Teile zusammen sind, dann kommen die wieder auf einen Schweißroboter. Der sieht anders aus als der Schweißroboter, den wir in Breslau gesehen haben. Und der dreht und wendet das ganze Teil so lange vollautomatisch hin und her, bis er alle Schweißnähte gemacht hat. Auch da durften wir natürlich nicht rein. Wir durften das Ganze nur mit einer Zeitrafferkamera fotografieren. Und wenn der Schweißroboter seine Arbeit beendet hat, dann ist ein Seitenholm für den Rahmen fertig. So sieht er dann aus. Jetzt werden noch diese Teile zusammengeschweißt. Die sehen dann so aus. Und aus zwei solchen Seitenholmen und zwei Mittelteilen wird dann der ganze Rahmen zusammengeschweißt, wieder von dem Roboter.
Der ist bis jetzt schon sehr genau zusammengebaut, aber es muss noch genauer gehen und deswegen kommt der auf diese Messstation. Da wird er drauf abgelegt. Und warum muss das so genau sein, habe ich gefragt. Da haben sie gesagt, ja, musst du dir vorstellen, den Stuhl mit vier Beinen. Wenn ein Bein zu lang ist, dann humpelt der. Und das darf natürlich mit den Rädern auch nicht sein. Und deswegen wird hier gemessen. Da gibt es solche Reflektoren. Und auf diese Reflektoren ist ein Laser gerichtet. Und der misst auf Hundertstel Millimeter genau einen Punkt an und gibt es ein Messprotokoll von. Dann wird der Reflektor an eine andere Stelle gesetzt. Und der Laser oben an der Wand folgt dem Reflektor, misst dann da an dieser Stelle wieder den nächsten Wert. Und wenn alle Messwerte erfasst sind, dann wird der ganze Rahmen hochgeklappt und kommt in diesem Zustand auf eine Fräse. Da ist sie. Und die fräst dann alle die Teile, die noch nicht ganz hundertprozentig genau in der Norm sind, ab. Und diese Fräse, mehr sieht man nicht davon, ist verbaut hinter Drahtgittern und Plexiglasscheiben. So sieht das Ding aus. Mehr konnte man davon nicht zeigen. Und wenn die Fräse fertig ist, dann sieht man sehr genau die Stellen, wo die Fräse gearbeitet hat. Ist das alles erledigt und alles richtig, wird das ganze Teil gespritzt, erst grundiert und dann grau lackiert, mehrfach. Und das ist dann der fertige Rahmen, in den die Achsen eingebaut werden. An diesen Rahmen müssen aber noch jede Menge Teile angebaut werden. Zum Beispiel die Bremsbacken. Diese Bremsbacken sind riesig, denn der schwere Zug muss ja gebremst werden. Im Vergleich dazu, das ist die Bremsbacke von einem Sportwagen, der auch 250 Kilometer in der Stunde fahren kann. Auf die Achsen kommen jetzt noch Lager und Federn. Und wenn das alles vorbereitet ist, können die Achsen in den Rahmen eingesetzt werden. Das nennt man die Hochzeit. Das passiert natürlich ganz langsam und vorsichtig. Obendrauf kommen dann noch Luftfederungen. Das sind diese schwarzen Teile da, auf denen der Wagenkasten später aufliegt. Und wenn alles zusammen ist, dann kann man das Ganze ab jetzt ein Drehgestell nennen. Und obwohl das 7 Tonnen wiegt, lässt es sich ganz leicht mit 2 Mann schieben auf diesen Teststand. Und da wird dann geprüft, ob alle Funktionen an dem Drehgestell das tun, was sie tun sollen. Zum Beispiel wird geprüft, ob das Drehgestell ordentlich durchfedert. Denn das soll es ja schließlich tun, wenn es unter dem Wagenkasten eingebaut ist. Wenn alles in Ordnung ist, dann muss dieses Drehgestell transportiert werden und zwar zu dem Wagenkasten, zu dem es gehört. Das passiert wieder mit dem LKW und damit das Teil nicht wegrollt, wird es auf solchen hölzernen Böcken abgesetzt. Wenn alles sicher ist, plane zu, das Ganze verzurren natürlich und dann ab zum Wagenkasten nach Krefeld. Und hier kommt dieses Drehgestell zu seinem Wagenkasten. Auch hier lässt es sich ganz leicht mit 2 Mann drunter schieben. Und wenn das Drehgestell zu seinem Wagenkasten kommt, dann nennt man auch das eine Hochzeit. Das ist sozusagen die zweite Hochzeit. Und hier geht's jetzt um Millimeter und um Genauigkeit. Viele Leute schauen, ob alles an der richtigen Stelle sitzt. Und der Wagenkasten wird dann millimeterweise auf den Luftfedern abgesetzt. Und jetzt endlich hat der Wagen seine richtigen Räder. Das alles muss natürlich noch verschraubt und festgemacht werden. Aber warum heißt so ein Drehgestell eigentlich Drehgestell? Weil sich da drin die Räder drehen? Nein, ganz sicher nicht. Sondern weil sich ein Drehgestell unter dem Wagenkasten dreht, wenn so ein Wagen durch die Kurve fährt. Anders käme der gar nicht um die Ecke. Da sieht man es ganz deutlich, wie sich das Drehgestell unter dem Wagenkasten hin und her dreht. Bei einem richtigen Zug kann man das natürlich nicht sehen, deswegen machen wir das hier mit dem Modell. Und hier sieht man nochmal, wie weit der Wagenkasten über die Kurve hinausragt.
jetzt kann der Wagen zum ersten Mal auf seinen eigenen Rädern fahren. Er wird abtransportiert. Wohin? Das sehen wir später. Aber bis jetzt haben wir immer nur Wagen irgendwo aus der Mitte des Zugs gesehen. Als wir in Hamburg auf dem Bahnsteig standen, da sah der Zug doch vorne ganz anders aus. Da war so ein spitzes Teil dran. Ist das denn die Lokomotive? Um euch zu zeigen, wo das herkommt, mussten wir wieder reisen. Und zwar von Krefeld nach Hennigsdorf. Also wieder viele Stunden fahren. Und wieder auf die Autobahn. Hinten sitzen zwei und lesen. Ich fahre diesmal wieder ein Stück vorbei in Berlin am Funkturm. Und dann bei der Ausfahrt Hennigsdorf raus. Dann noch ein Stückchen über die Landstraße. Und dann sind wir schließlich in Hennigsdorf bei Berlin. Wie sieht's da aus? Da gibt's ein altes Rathaus und ein neues Rathaus mit Radfahrer. Hennigsdorf liegt an einem der Havelseen und war früher DDR-Grenzgebiet. Uns interessiert aber vielmehr diese Fabrik. Da soll dieses spitze Teil vom Anfang des Zuges stehen. Und in der Tat, da ist es. Und in Hennigsdorf geht's jetzt um dieses Teil. Das ist das Fahrpult, von dem aus man den ganzen Zug steuern kann. Also wird das vielleicht die Lokomotive? Das Pult wird hier eingesetzt mit dem Kran. Da ist jetzt noch viel frische Luft, dann säßt der Lokführer hier im Freien. Es fehlt nämlich noch die Haube. Die ist natürlich auch wieder so schwer, dass man die nur am Kran zu dem Wagen hin transportieren kann. Und da wird sie dann mit Hilfe von vielen Leuten zentimetergenau vor den Wagenkasten buxiert. Gut, komm mal runter da. Und jetzt ran. Muss man wieder schauen. Das Ganze geht auch wieder nur zentimeterweise, bis die Haube an der richtigen Stelle sitzt. Und jetzt ist noch ganz wichtig, dieser Topf mit einer Paste und diese Pumpe. Und diese Pumpe pumpt diese Paste über einen langen Schlauch von da unten an die Stelle, wo die beiden Teile zusammengeklebt werden sollen. Denn auch die Haube wird mit dem Wagenkasten zusammengeklebt mit dieser schwarzen Paste. Wie das mit dem Kleben geht, das haben wir beim Fenster schon mal gezeigt. Nur hier ist etwas anders. Das, was draußen übersteht, das wird mit der Hand abgestreift und landet dann auf einem Handschuh. Dann fehlt noch die Nase, die wird noch davor gebaut. Und wenn die dran ist, dann sieht der erste Wagen von oben so aus und von unten so. Und da kann man die beiden Verkleidungen jetzt auch schon schließen. In diesem Fall mit dem Akkuschrauber. So sieht das dann aus, wenn der Wagen vorne fertig ist. Und dann kommt plötzlich ein Zug mit vier Wagen, vorne ist der spitze Wagen dran. Ist das denn jetzt die Lokomotive? Normalerweise, wenn man an Eisenbahn denkt, dann ist ja das Erste, was vorne dranhängt, eine Lokomotive, die den Zug zieht. Dieser erste Wagen ist aber keine Lokomotive und kann den Zug auch nicht ziehen. Es gibt aber auch Züge, da ist die Lokomotive hinten dran und schiebt den Zug. Aber auch der letzte Wagen ist keine Lokomotive und kann den Zug auch nicht schieben. Das ist eine Lokomotive, in diesem Fall eine Diesellokomotive. Weil diese vier Wagen alleine noch gar nichts können, werden die geschleppt. Vorne ein Spitzerwagen, dann zwei mittlere Wagen und hinten noch ein Spitzerwagen dran. Und wir müssen natürlich hinterher. Also unsere Klamotten wieder einpacken, die orangenen Warnwesten ausziehen, die brauchen wir jetzt nicht mehr, und ab auf die Straße nach Wildenrath. Wildenrath, wo liegt denn das? Es liegt an der holländischen Grenze, also erst wieder quer durch ganz Deutschland, dann an ein paar Windrädern vorbei, über flaches Land und dann sind wir da. In Wildenrath gibt's ein Testgelände, in dem die Firma ihre Züge testet, bevor sie ausgeliefert werden. Und das ist eine Luftaufnahme von dem ganzen Testgelände. Den Rest machen wir mal ein bisschen dunkler. Und der Testring, auf dem die Züge sich bewegen, sieht aus wie das erste Oval von einer Spielzeugeisenbahn, das man geschenkt bekommt. Die Brücke, unter der wir gerade wegfahren, das ist schon die eigentliche Teststrecke. Und dann sind wir in Wildenrath angekommen.
aussteigen, Sicherheitsschuhe anziehen und natürlich wieder die Warnwesten. Unser Zug kommt natürlich nicht über die Straße, sondern über die Schiene. Und für den gibt es keine Unterführung und auch keine Überführung. Damit der Zug überhaupt über die Teststrecke fahren kann, gibt es die merkwürdigste Brücke in Deutschland. Die wird nur dafür, dass der Zug ins Testgelände einfahren kann, über die Teststrecke drüber geschoben und dann abgesenkt. Das ist eine Gleisbrücke. Und über diese Brücke kann dieser Zug jetzt in das Testgelände einfahren. Und in diesem Testgelände wird der ganze ICE, der ganze 12-Wagen-Zug erst zusammengestellt. Und zwar in der längsten Halle, die man da in der Bildmitte sieht. Die Halle ist 400 Meter lang. Und wenn die 4 Wagen aus Hennigsdorf angekommen sind, dann werden sie erstmal in diese Halle hineingeschoben. Dann wird die Lok, die das Ganze bis hierher geschleppt hat, vor zum Trennen, abgehängt. Und jetzt stehen in dieser Halle unsere 4 Wagen hintereinander, allerdings noch in der verkehrten Reihenfolge. Und weil die alle gleich aussehen, haben wir eine Klötzcheneisenbahn nachgebaut als Modell. Und da kann man sehen, hier stehen die Wagen 1 und 7, 11 und 12. Und die anderen Wagen, die auch noch zu dem Zug gehören, die stehen draußen, sind früher angeliefert worden. Und wie die in die richtige Reihenfolge kommen, das zeigen wir euch jetzt. Als erstes kommt jetzt eine Rangierlokomotive und die Wagen in der Halle werden zwischen 7 und 11 getrennt. Hier sieht man's. Und die Rangierlokomotive zieht die Wagen 1 und 7 aus der Halle wieder raus und parkt die draußen irgendwo. Dann wird die Rangierlokomotive abgezogen und die nimmt jetzt einen ganzen Pack von 4 Wagen, die da schon hintereinander stehen, und schiebt die in die Halle. Das sind die Wagen 10, 9, 8 und 6. Da kommen sie. Die werden ganz vorsichtig an die Wagen 11 und 12 dran geschoben. Halber Meter noch. 30. Noch 30 Zentimeter. 20. 20 Zentimeter. Noch 10. Und dann werden die Wagen zusammengeschoben. Weiter. Zusammendrücken. Und wenn die Wagen in der richtigen Reihenfolge hintereinander stehen, dann werden sie richtig zusammengeschraubt. Dann wird von der Seite so eine Lasche reingesteckt, dann gedreht und von unten kommt ein Gegenstück dagegen, da kann man es sehen. Und das Ganze wird natürlich richtig verschraubt mit dicken Muttern und die Muttern werden dann richtig festgezogen. Aber nicht nur verschraubt werden die beiden Wagen miteinander, sondern die ganzen elektrischen Anschlüsse müssen natürlich auch noch verbunden werden. Jede Menge Stecker. Und wenn alles passiert ist, dann werden die Faltenbälge zusammengedrückt. Das sind die Übergänge zwischen den 2 Wagen. Die schützen dann alle Verbindungen. Und wenn dann alles stimmt, werden die Faltenbälge zusammengeschraubt. Mit dem Akkuschrauber. So, jetzt sind diese Wagen wirklich fest verbunden und bleiben aneinander. Aber jetzt hängt noch ein falscher Wagen hinten dran, nämlich der Wagen mit der Nummer 6. Den nimmt die Rangierlokomotive, zieht den nach draußen und parkt den irgendwo. Und jetzt muss der Wagen 7 erst rein. Der hängt ja noch an dem Wagen 1. Beide zusammen in die Halle. 7 und 1. Und der 7er wird dann genauso angekuppelt, wie wir es eben gesehen haben. Dann wird der Wagen 1 abgezogen. Auch wieder nach draußen. Jetzt kommt dann der Wagen 6 als nächster. Die Wagen mit den unterschiedlichen Nummern haben später im Zug ganz unterschiedliche Funktionen. Auch der Wagen 6 wird angekuppelt. Dann die Wagen 4 und 5. Da kommen sie, 5 und 4. Dann die Wagen 2 und 3. Das ganze Rangieren, bis alle Wagen in der richtigen Reihenfolge stehen, dauert einen ganzen Tag. Als allerletztes holt die Rangierlokomotive den Wagen Nummer 1 und setzt ihn vor den Zug. Da ist er. So, und damit stehen alle Wagen in der richtigen Reihenfolge hintereinander. Aber wo ist jetzt die Lokomotive? Die Wagen 1 und 12 sind es nicht. Was ist also jetzt das Geheimnis? Das Geheimnis liegt in dieser unscheinbaren Kiste. Das ist ein Motor.
Und so sieht er von der anderen Seite aus. Als die Drehgestelle gebaut wurden, habe ich euch nicht alles erzählt. An einige Drehgestelle werden nämlich solche Motoren angebaut. Aber nicht nur einer, sondern zwei. Ein Motor für jede Achse. Das ist der eine und da drüben kommt der andere. Und die werden mit solchen riesigen Schrauben am Drehgestellrahmen festgemacht. Von oben und von unten. Und so ein Triebdrehgestell ist jetzt sowas wie eine kleine Lokomotive. Da kommt so eine kleine Lokomotive und wie ich da so auf diesem Ding drauf sitze, erinnert mich das an ein ganz altes Foto. Nämlich, da sitzt Werner Siemens auf der ersten Elektrolokomotive, die er erfunden hat, 1879. Sieht fast so aus wie unser Drehgestell. Und davon gibt es aber nicht nur ein Triebdrehgestell, sondern 12 Stück für den Zug. Und die werden unter den ganzen Zug verteilt. Zum Beispiel kommen die unter den Wagen Nummer 2 und damit ihr das besser sehen könnt, machen wir die Räder davon blau. Da und da. Und am Wagen 3 auch da und da. Wagen 4 nicht, dann wieder Wagen 5 da und da. Wagen 6 auch da und da. Wagen 7 nicht, aber dafür Wagen 8 da und da. Und Wagen 10 da und da. Ging zu schnell? Habt ihr nicht gesehen? Machen wir Schildchen drauf. Also, die Wagen 2, 3, 5, 6, 8 und 10 werden angetrieben. Das sind sozusagen die Lokomotiven unter dem Zug. Es gibt aber Wagen mit noch einer Bedeutung, zum Beispiel der Restaurantwagen. Der trennt die Wagen der ersten Wagenklasse von den Wagen der zweiten Wagenklasse. Und dann gibt es noch im Wagen Nummer 1 die Möglichkeit, Fahrräder mitzunehmen. Dann gibt es noch ein Abteil für Familien. Und im Wagen Nummer 8 ist gleichzeitig das Büro des Zugchefs und das Abteil für Rollstuhlfahrer. Und damit stehen alle Wagen in der richtigen Reihenfolge hintereinander, nicht nur als Klötzcheneisenbahn, sondern auch in der Halle, auch mit den Triebdrehgestellen, den kleinen Lokomotiven unter dem Zug. Und jetzt kommt Sven, der Tester. Steigt in den Zug ein, geht nach vorne und schaltet ihn ein. Klack. Dann setzt er sich auf den Fahrersitz. Und jetzt erwachen die Monitore zum Leben. An der Decke blinken rote Lichter und das bedeutet, auf dem Fahrrad ist jetzt Strom. Und mit diesem Hebel kann Sven den Bügel, den Stromabnehmer, an den Fahrrad anlegen. Und das sieht Sven auch auf seinem Monitor. Bügel am Fahrrad. Hauptschalter ein und ab dann wird der ganze Zug von der Oberleitung mit Strom versorgt. Das kann man unten an den Symbolen sehen. Jetzt kann er die Lampen testen, das normale Licht und das Fernlicht und wenn dieser Wagen als letzter fahren sollte, auch das Schlusslicht. Als nächstes testet er die Bremsen. Legen sich die Bremsbacken auch an. Zack, da sind sie. Und auch die Magnetschienenbremsen senken sich auf die Schienen. Und die Sandfallrohre streuen auch Sand, denn jeder ICE hat auch Sand an Bord, damit, wenn die Schienen nass sind, da Sand gestreut werden kann, damit die Räder nicht durchrutschen beim Anfahren oder beim Bremsen. Da sieht man es, richtige Sandkörner. Ich probiere mittlerweile schon mal, ob die Türen sich öffnen lassen. Tür geht auf, aber auch das bemerkt der Sven natürlich in seinem Cockpit. Da sieht er, dass da oben bei der 2 die eine Tür aufgeht. Und wenn ich die Tür wieder zumache, dann sieht er auch das in seinem Cockpit auf dem Monitor. Da geht die Tür wieder zu. Und woher kriegt der Sven jetzt die ganzen Informationen? Jeder Wagen für sich ist auch sowas wie ein fahrender Computer. Da gibt es einen Rechner und der gibt die Daten in digitaler Form, also als 1 und 0, an einen Datenbus weiter. Wir haben das hier mal mit einem Spielzeugbus gemacht. In Wirklichkeit geht es natürlich über ein Kabel. Und der Datenbus saust natürlich von Wagen zu Wagen. Zum nächsten Rechner sammelt er wieder die Informationen ein und saust weiter. Und so flitzt der Datenbus durch den ganzen Zug vom letzten bis zum ersten Wagen, sammelt überall seine Informationen ein und wenn er vorne angekommen ist, dann erscheinen alle Informationen im Cockpit auf dem entsprechenden Monitor. Und jetzt noch ein Test für etwas, was an diesem Zug neu ist. Der ICE 4 hat nämlich eine Hebebühne für Rollstuhlfahrer und die wird jetzt hier getestet. Also die Hebebühne erstmal aus dem Zug ausklappen nach draußen.
Dann das Podest, auf das der Rollstuhlfahrer drauf fahren soll, ausklappen und vorne dran noch eine Auffahrhilfe. Hinten noch eine Sicherheitssperre, damit der Rollstuhlfahrer nicht zu weit fährt. Alleine testen kann er das nicht, da hilft der Michael. Dann das Ganze nach unten erstmal. Und weil wir hier keinen richtigen Bahnsteig hatten, mussten wir uns einen provisorischen Bahnsteig aus Paletten bauen, um zu zeigen, dass es funktioniert. Also da fährt der Rollstuhlfahrer drauf auf das Podest, wird nach oben gehoben und wenn dann die Sicherheitssperre nach innen umgeklappt ist, dann kann der Rollstuhlfahrer in den Zug hineinfahren. Bis jetzt waren alle Tests in der Halle. Jetzt steht unser Zug auf dem Testring. Und nun legt Sven den Hebel nach vorne und dann fährt der Zug zum ersten Mal aus eigener Kraft los. Da sieht man's. Langsam setzt er sich in Bewegung und ab jetzt dreht er seine Runden auf dem Testring. Und dabei wird natürlich auch im Fahren alles Mögliche getestet und gemessen. Diese Testfahrten können mehrere Stunden, manchmal auch mehrere Tage dauern. Und da wird peinlich genau auf jedes Detail geachtet. Da kommt unser Zug auf der Teststrecke angeflitzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Die ganzen Wagen. Zu diesen Testfahrten gehört natürlich auch eine Bremsprobe. Die macht der Sven jetzt hier. Jetzt. Störung. Zwangsbremsung. Dann gehen zum Beispiel die Magnetschienenbremsen auf die Schienen, die Funken fliegen. Und der Zug wird erst langsamer. Aber bis er zum Stillstand kommt, so ein langer, schwerer Zug, das dauert mehrere hundert Meter, aus voller Fahrt mehr als einen Kilometer. Jetzt steht er und dann kam für mich etwas völlig Unerwartetes. So, aber möchtest du doch nochmal fahren? Traust du mir das zu? Klar. Sven fragt mich, ob ich selbst noch fahren will. Fahrerwechsel? Klar will ich. Okay. So, und dann hast du hier dein Gaspedal und hier ist dein Bremshebel. Okay. Jetzt lösen wir als erstes mal die Bremse, den ganz nach vorne drücken. Genau. So. Dann warten wir, bis die Bremse gelöst ist und dann den einmal durchdrücken, den Hebel. Genau, und jetzt nach vorne. Und ich mache das mal ganz vorsichtig. Ich will ja auch nichts falsch machen. Aber der Zug bewegt sich. Und es ist schon ein tolles Gefühl, so einen Riesenzug selber zu fahren. Wie schnell darf ich denn hier? Ist da jetzt irgendwie 130 darf man hier fahren. Wir können jetzt auch nicht so schnell fahren, weil wir nicht so viel Strom ziehen können wie draußen. Und ich bin dem Sven wirklich dankbar, dass ich dieses einmalige Erlebnis haben durfte. Und nach den erfolgreichen Testfahrten überschwemmt eine ganze Mannschaft von Leuten in orange-roten Westen den Zug. Das ist nämlich jetzt die Abnahmefahrt. Ja, guten Morgen erstmal. Perfektes Wetter für eine Abnahmefahrt. Bis zu diesem Augenblick gehörte der Zug den Firmen, die ihn gebaut haben. Jetzt kontrolliert die Deutsche Bahn, ob alles an dem Zug in Ordnung ist. Zum Beispiel, zwei Leute probieren alle Sitze aus. Lassen sie sich verschieben, lassen sich die Armlehnen hoch und runter klappen. Jedes Teil wird geprüft bei allen 830 Sitzen. Und wenn irgendwo ein Fehler gefunden worden ist, zum Beispiel ein Kratzer, kommt da ein weißes Kleberchen drauf und das muss dann nochmal nachgearbeitet werden. Die Jalousien an den Fenstern werden geprüft. Und die Türen an den Übergängen zwischen den einzelnen Wagen, schließen die richtig, ist alles in Ordnung. Und natürlich werden auch die Toiletten geprüft. Funktioniert die Spülung und alles Übrige. Wir machen dann gleich diese Vollbremsung, also ein bisschen versuchen festzuhalten. Auch die Dinge, die da vielleicht auf dem Tisch stehen. Das war der Lokführer, der bereitet alle im Zug darauf vor, dass er gleich eine Zwangsbremsung macht, aus voller Fahrt aus 250 Stundenkilometern. Störung. Und jetzt leitet er die Zwangsbremsung ein. Alle Bremsen funktionieren. Aber bis so ein Zug aus voller Fahrt wirklich zum Stillstand kommt, das dauert eine ganze Weile. Das kriegt man normalerweise gar nicht zu sehen. Es dauert ungefähr knapp 2 Kilometer, bis der Zug dann tatsächlich wirklich steht.
Störung. Es ist eben nicht so einfach, so einen 787 Tonnen schweren Zug zum Halten zu bringen. Jetzt steht er. Und damit ist die Abnahmefahrt abgeschlossen. Dann kommen auf Dokumente noch ein paar Unterschriften. Und mit diesem Händedruck wechselt der Zug den Besitzer. Erst jetzt ist es ein Zug der Deutschen Bahn. Noch ein Foto, weil wir dabei waren, ein Foto mit der Maus. Und alle freuen sich, dass wieder ein Zug fertig ist. Und damit sind wir wieder bei dem eingefrorenen Bild von vor 4 Wochen. Nachdem ich den Zug nun 4 Wochen lang begleitet habe, kann ich jetzt endlich den Schritt in den abfahrbereiten Zug machen. Jetzt wisst ihr, wie so ein Zug gebaut wird und jetzt kann er seinen fahrplanmäßigen Betrieb aufnehmen. Und der Zugchef macht für diese erste Fahrt auch noch eine besondere Ansage. Hallo liebe Gäste, herzlich willkommen hier im ICE der Deutschen Bahn nach Stuttgart. Liebe Gäste, für Sie eine Besonderheit, unser ICE 4 hier und heute ist fabrikneu, gibt sich heute auf seine erste große Fahrt. Meine Damen und Herren, auf dieser Fahrt möchten wir Sie natürlich gerne einladen auf eine angenehme Reise hier nach Stuttgart mit uns. Na denn, alle Zeit, gute Fahrt.